Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge F1 2024 hier beim Silverstone Grand Prix. Und es soll tatsächlich im Qualifying komplett regnen. Im Rennen soll es dann aber wiederum trocken werden, also auch hier schon wieder etwas gemischte Bedingungen. Wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wir gehen rein ins Qualifying, schauen mal, was hier in Silverstone für uns möglich ist. Wir sind nach wie vor komplett allein auf der Strecke und gehen jetzt gleich in unsere entscheidende Runde. Gucken, was geht. Also mit Trockenreifen brauche ich es nicht versuchen. Ich habe erst überlegt, soll ich vielleicht nochmal in die Box gehen, das nochmal probieren, aber das würde keinen Sinn machen. Wir gucken, Wir was mit haben den nur noch Intermediates Benzin gehen. für eine Runde. Ja. Deutlich besser dieses Mal gefahren. Und gleich kommt halt die Stelle, wo wir nicht rausfliegen dürfen. Diesmal deutlich weiter innen gefahren. Ja, geht doch. Jetzt bin ich mal gespannt auf die erste Zwischenzeit. Bestzeit. Ja, weil das sind Intermediate-Bedingungen, keine Trockenbedingungen. Also ich weiß noch nicht, warum das Spiel überhaupt noch DRS offen hat und warum vor allen Dingen das Spiel anzeigt, wenn man im Menü ist, dass die Soften viel schneller sind. Das ist Bullshit. Das ist der Bug, den wir am Anfang des Spiels drin hatten. Aber es sollte eigentlich rausgepatcht sein. Aber gut, eigentlich ist halt hier wohl das Stichwort. Ui, schwierig, aber wir sind 2 Sekunden schneller als Bottas und wieder Bestzeit. Also ich weiß nicht, warum der Fehler immer noch im Game ist. Es sind halt Intermediate-Bedingungen. Du bist mit denen unter schneller. Ja, wir haben es zu Ende gebracht und ganz klare Bestzeit, aber ganz klar. Wir sind Erster, weil es sind Intermediate-Bedingungen und wir fahren halt mit Inters die Zeit, die Max Verstappen mit Soft fährt. Albon tatsächlich Letzter. Ach du Scheiße. Okay. Naja, gehen wir in Q2 und wie immer, wenn die dann immer noch so dämlich sind und Trockenreifen nehmen und wir wieder Erster werden, dann werden wir in Q3 keine Runde fahren, weil ich will nicht meine erste Pole so holen. Nur, dass ihr das auch mal seht, Leute. Hier, Soft plus 0. Wenn man jetzt aber auf nass geht, steht hier angeblich plus 5,9 Sekunden, dass man langsamer ist. Ich werde sogar gleich die gebrauchten Intermediates nehmen, ja? Und dann schauen wir mal, ob ich wirklich damit 6 Sekunden langsamer bin als meine Konkurrenz auf Soft mit besserem Fahrzeug. Auf geht's in unsere entscheidende Runde. Wir wurden auf P15 befördert. Das regt mich schon wieder so auf, sage ich euch ehrlich. Weil es ist einfach schade, weil es das Qualifying komplett kaputt macht. Und das sollten sie eigentlich rausgepatcht haben. Das war eine der Sachen, die sie raushaben wollten. Aber gut, Codemasters halt. In diesem Jahr weiß man eh nicht, was sie so richtig machen. Wir werden so locker Erster. Also wirklich locker. Mit Ansage. Oh, siehe da. Bestzeit im ersten Sektor. Oh, Wunder. Bei Intermediate-Bedingungen, wenn alle anderen Soft nehmen. Wer kann denn sowas erahnen? Wie kann sowas im Spiel sein? Es ist eigentlich echt frech, was Entwickler heutzutage so machen. Wirklich. Es ist einfach frech. Die hauen einfach unfertige Spiele auf den Markt. Weil dafür musst du nur 3, 4 Rennen spielen. Sobald du einen Regenrennen hast, bemerkst du sowas. Und dann muss das sofort raus. Also sofort. Stattdessen ist das jetzt über einen Monat nach Release immer noch drinne, obwohl man im Patch Notes drin hat, dass man genau diese Fehler beseitigt hätte. Aber nur teilweise. Nur auf manchen Strecken. Nicht überall. Nicht überall. Noch 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. Soll ich sogar noch einen ordentlichen Quersteher? Etwas sehr konservativ hier reingefahren. Jetzt verliere ich gerade viel Zeit. Voilà. Aber wir sind trotzdem weiter, oder? Ich habe jetzt echt viel getan dafür im letzten Sektor, um echt langsam zu fahren und bin trotzdem Dritter. Und ich habe jetzt locker eine Sekunde weggeworfen. Im letzten Viertel, im letzten Sektor. Ja, wir sind Dritter. Und wie gesagt, ich habe im letzten Sektor gerade echt Scheiße gebaut. Wir wären easy Erster gewesen.
Und ich habe gebrauchte Inters genommen. Und ich fahre hier gegen neue, softe. Und wenn wirklich Soft-Bedingungen wären, dann wären sie mindestens 5, 6 Sekunden schneller als die Inters. Bedeutet, ich werde in Q3 keine Runde fahren, weil ich will weder so Dritter, Zweiter oder gar Erster werden. Einfach weil die KI nicht in der Lage ist, sich die richtigen Reifen auszusuchen. Wir sehen uns im Rennen und diese Bugs sind einfach. Nee. Sowas ist einfach maximal nervig und ja, wie ist das im Game? Wie? Ein Regenrennen, zweites Regenrennen und diese Fehler müssten dir auffallen. Wie kann das im Entwicklungsprozess nicht auffallen? Beziehungsweise es wird denen aufgefallen sein, es wird denen anscheinend einfach scheißegal sein. Weil man sich halt mehr darauf trimmt, wie man mit F1 World und Co. irgendwie Kohle machen kann, wie in anderen Sportspielen unter EA. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir sind hier beim Großbritannien Grand Prix. Im Trockenen, Gott sei Dank. Nicht, dass wir sonst als Einziger mit Regenreifen starten, falls man es überhaupt darf. Aber gut, Regen wird es nicht weiter auf. Verstappen auf jeden Fall auf der 1. Gewohntes Bild vor Fernando Alonso. Verstappen ja wirklich mit einer tadellosen Saison, also nahezu tadellose Saison bisher. Dann Russell vor Leclerc, Hamilton, dann Piastri. Auf der 7 haben wir Stroll, Ocon auf der 8, dann Ricciardo und wir halt 10., weil wir auch keine Zeit mehr gefahren sind. Sonst wäre bestimmt noch ein, zwei Positionen nach oben weitergegangen. Sainz und Norris auf 11 und 12 sehr enttäuschend. Dann Gasly, Perez nur 14., Joe, beziehungsweise davor noch Tsunoda, dann Joe, Bottas, Hülkenberg, Sargeant und Albon 20. Also für ihn war das ein komplettes Horror-Qualifying. Und ja, angeblich können wir hier Soft-Medium fahren. Würde ich fast schon nicht glauben. Boah, da will ich wirklich Medium Soft fahren, wenn überhaupt. Weil irgendwie kann ich da nicht dran glauben, dass man echt mit den Soft so lange fahren kann. Also dann fahre ich lieber einen Ticken länger Medium. Weil ich bin skeptisch, ob das klappt. Auf Silverstone. Die harten gingen echt gut vom Verbrauch her im Training. Aber fahren wir mal Medium Soft und gucken mal, ob das so geht. Let's go. Es wird sehr spannend, Leute. Wir sind die einzigen mit Mediums. Alle anderen auf Soft unterwegs beim Start. Ich glaube, der Start von mir ist okay. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir Ui, bewusst, ui, dass Sie ab komm, ui, sofort einen kleine Berührung. Leistungsverlust bemerken werden. Aber wir haben P10 erstmal gehalten. Ricciardo jetzt vor uns. Gasly hinter uns. Der Gast wird natürlich versuchen, Druck zu machen mit seinen Soften. Wir müssen halt hoffen, dass wir profitieren können, dass die sich vor uns wieder mal aufhalten, so wie so häufig. Ich gehe jetzt einfach stark davon aus, dass es hier eben so sein wird. Ausgezeichneter Start, gute Arbeit. Ja, mit P10 kann man zufrieden sein. Aber sie haben natürlich mehr Speed, das ist klar. Sie haben die besseren Reifen. Verschleiß 3% jeweils. Wird natürlich auch spannend zu beobachten. Also der harte ging ja ganz gut im Training. Wenn wir den Soft jetzt auch, beziehungsweise den Medium meine ich natürlich, ein bisschen schonen, dann hoffe ich, kann er auch lange gute Zeiten fahren. Und hier kommen wir schön ran an Danny Ricciardo. Halt an Stellen wie hier müssen wir aufpassen, wie wir fahren, um nicht durchdrehende Räder zu haben. Aber haben wir gut hinbekommen an der das Stelle. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Ja, wir sind in der DRS-Zone. Kommen wir schön rum. Ja, jetzt haben wir da erstmal quer gestanden. Aber wir sind dran an Ricciardo. Der wird natürlich alles versuchen, aber an Oconoco dran zu bleiben. Wir dagegen müssen einfach gucken, dass wir uns vor Gasly halten. Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Achte darauf, sparsam damit umzugehen. Ricciardo hat seinerseits kein DS mehr. Wir schon, wobei hinter uns jetzt Lando Norris ist. Der wird uns natürlich früher oder später kriegen. Das ist klar da im Red Bull. Aber wir können echt das Tempo von Ricciardo gut mitgehen. Der ist nämlich gar nicht mal so schnell. Der Red Bull pusht jetzt schon, der will hier jetzt schon vorbei. Interessant. Ja gut, dann müssen wir den wohl ziehen lassen. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können nee. Wir uns noch zurückholen. Das ist okay, wenn man den erstmal ziehen lassen muss. Das ist halt Lando Norris. Das Gute ist, hinten links gerade mal 7%. Das nach drei Runden, oder dreieinhalb sogar.
Also das scheint nicht so, als wenn hier ein hoher Reifenverschleiß wäre. Was gut ist für unseren längeren Stint mit den Mediums. Da kann man wirklich am Ende mit den Soften richtig pushen, wenn die anderen auf Mediums sind. Ricciardo übrigens auch überholt von Norris, also der hat gleich zwei sich geholt. Na, Ricciardo muss da jetzt Kampflinie fahren. Hinter uns lautet natürlich auch noch ein Ferrari. Der wird früher oder später auch noch an uns vorbeikommen wollen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weit gefahren, aber alles cool. Wie gesagt, der Reifenverschleiß ist hier echt überschaubar. Und wir bleiben im DRS-Fenster von Ricciardo, das ist das Wichtigste. Ich bin auch wirklich versuche immer wieder schon zu bremsen. Nicht zu hart zu fahren, um die Reifen nicht zu belasten. Weil wenn die einmal über, sag ich mal, 20% oder so drüber sind, dann ist Game Over. Ich glaube, Ricciardo, für den wird auch bald gegen uns Game Over sein. Weil Norris und Co., die können einfach wegziehen. Ich kann mein Tempo eigentlich auch gut halten. Aber der Alpine hinter uns, der macht auch Druck. In Form von Pierre Gasly. Die sitzt nicht im Red Bull. Ich lasse hier nicht so einfach durch. Beziehungsweise da kann ich mich wehren. Wäre es gegen den Red Bull möglich, würde ich da auch härter kämpfen. Aber das wäre dann mehr nur Zeitverlust. Ich glaube, Ricciardo hat gleich kein DRS. Ne, hat er nicht. Wir ziehen da erstmal rüber und dann hier über außen. Er ist erstmal noch hier, wobei, wenn ich die Kurve kriege, ja, kriege ich und damit sind wir vorbei. Wir sind vorbei an Daniel Ricciardo. Sehr schön. Jetzt halt die Frage, ob er sich gleich wehren kann. Aufgrund dessen, dass er dann eben mit den Soften und DRS pushen kann. Aber das fällt mir dann gleich heraus. Nach vorne im Auge. 2,0 Sekunden. Hier die Kurve super bekommen. Wir pushen weiter. Ne, Ricciardo wird nicht so einfach an uns vorbeikommen. Nee. Auch wenn er gleich DRS hat, da hat er keine Chance. Wenn wir so weiterfahren, können wir uns da hoffentlich so ein bisschen entfernen. Ein bisher sehr einsames Rennen, muss man sagen. Weil wir kommen überhaupt nicht voran. Also an Ocon und Co. kommen wir nicht rein. Da ist der Abstand die ganze Zeit so bei 3 Sekunden. Während hinter uns Gasly auch nicht an mir vorbeikommt oder rankommt. Weil da ist der Abstand auch immer zwischen 2,5 bis 3 Sekunden. Und dementsprechend fahre ich hier die ganze Zeit einsam mein Rennen. Aber aktuell wieder mal mit einem Punkt. Was mich wundert ist, dass der Ferrari als auch der McLaren, also Sainz und Perez ist auf 13, nicht irgendwie an Gasly rankommen. Das wundert mich extrem. Weil beide ja in deutlich besseren Fahrzeugen sitzen. Und eigentlich an den Alpinen vorbeiziehen sollten. Und das auch nicht so schwer sein sollte wie beide. Aber gut. Reifen sind noch okay, kommen aber langsam in den Zustand, ich sag mal so ab 40%, wo man sagen kann, jo, ab jetzt wird es kritisch, was das Rutschen und Co. angeht. Und jetzt gehen noch ein paar in die Box. Eine Sache ist natürlich auch klar, die werden versuchen uns zu undercutten hinter uns. Da werden natürlich diejenigen, die zur Box gehen und sich die Mediums holen. Perez jetzt zum Beispiel. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ja. Das Gute ist natürlich, dass wir uns nachher dann die Soft nehmen und dann die absolut besten Reifen haben. Auch in Sachen schnellster Runde könnte das dann ganz interessant werden. Ob es dann gelingt, diese wieder hinzulegen mit den dann wieder besten Reifen. Wir sind in der Box, Leute. Holen uns jetzt die Mediums ab. Ich bin tatsächlich nochmal ein, zwei Runden länger gefahren, um einfach jetzt nicht die Mediums sich abzuholen, sondern die Soften sich abzuholen. Und wirklich richtig, richtig gute softe Reifen zu haben für die letzten Runden. Wir werden wahrscheinlich bisher an Track Position verlieren. Losfahren, losfahren! Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich. Wo wir rauskommen. Vielleicht hinter Perez. Ja, Ocon, Norris und Co. sowieso. Wenn wir vor Perez rauskommen, dann ist alles perfekt gelaufen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ah, knapp hinter Gasly, okay. Aber wir sind da gleich wieder auf den 10. Platz, wenn wir sie holen. Und wir haben die soften Reifen. Ihr müsst euch halt jetzt vorstellen, die haben teilweise hier 4-5 Runden ältere Reifen plus die schlechtere Reifenmischung. Also das ist sehr gut für uns gelaufen. Denn wir werden Punkte holen. Ich denke, wir werden Punkte holen. Weil wir uns um unsere Soften halt auch überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil wir echt nur diese paar Runden haben.
Das Gute ist, wir können jetzt auch schön Energie sparen. Und gleich, wenn möglich, attackieren wir dann Gasly. Interessant, dass Sainz hier nicht mithalten kann. Mit den beiden. Also Perez und Sainz wirklich mit keinem guten Rennwochenende. Also wenn Sainz so weitermacht, kann ich am Ende wirklich noch vor ihm bleiben. So, Gasly. Dann nutzen wir die überschüssige Power. Und ziehen doch einfach gleich mal an beiden vorbei. Wir haben komplett neue Reifen. Die Kurve kriege ich easy. Und damit haben wir Platz 10 wieder. Nur eine Runde nach dem Boxenstopp. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur versuchen wegzufahren. Und das sollte möglich sein mit den Soften. Perez liegt hinter dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:31,4. Ja, das ist auch sehr gut. Also deren Reifen sind einfach 5 Runden schon alt. Und Perez fährt auch noch sonst wohin. Na, perfekt. Also Perez und Sainz wirklich mit Scheißwochenenden. Gasly ist jetzt über eine Sekunde weit weg. Bedeutet für uns außerhalb des DRS-Fensters. Also es läuft perfekt. Man könnte jetzt aber auch darauf hinauslaufen, dass wir jetzt wieder einsam für uns selber fahren. Norris hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Nein, hat er nicht. Die haben wir. Die haben wir uns jetzt geholt. Ein paar Infos zu Stroll. Es scheint, er hat ein Problem. Oh! Und da gibt's hier gleich den Verbremser von Stroll. Gerade die Meldung, dass er ein Problem hat und da verbremst er sich jetzt. Sehr okay, schön. Gut gemacht. Gute Arbeit bei diesem Ziel. Sehr schön. Stroll hat gleich mal Probleme und hat sich verbremst. Und jetzt kommen wir hier natürlich angestürmt mit unserem Reifen und sind im DRS-Fenster. Oh, ist das geil. Das Rennen läuft schon wieder richtig gut. Oh, das könnte ein 8. Platz plus schnellste Runde werden. Das schmeckt. Das würde schmecken. Was hat denn Stroll konkret? Stroll vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Er hat eine Art mechanisches Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:33,0. Wir holen okay. Jede Runde 2 Sekunden auf. Und vorne ist gelb. Vorne ist gelb. Okay, alles klar. Boah, da könnte vorne jemand ausfallen. Dann hätten wir noch eine Position. Dann geht es ja nämlich plötzlich um P7. Nee, leider hinten. Perez. Ah, schade. Hättest nicht Dings treffen können, Piastri? Aber gut, für Perez, der hat dann wenigstens eine Ausrede und kann dann sagen, yo, mein Wagen ist hier ausgefallen. Und Stroll, der ist hier langsam. Der ist hier sehr langsam. Aus dem Weg, bitte. Danke. Ah, noch nicht. Aber wir können eine bessere Linie fahren mit den Reifen. Guck mal, wie schön wir hier fahren können. Sogar hier nochmal innen. Aber wir werden hier jetzt keine verrückten Moves gegen Ocon machen. Aber es geht um Platz 8. Das wären 4 Punkte plus die schnellste Runde. Das wären 5 Punkte. Das wären 5 saftige Punkte. Vor allem holt Sainz wieder keiner. Und wir sind vor Stroll. Also auch gegen die beiden in der Meisterschaft sind wir ja am Fighten, was eigentlich komplett crazy ist. Aber gut, bei denen läuft es halt nicht so. Und bei uns dagegen wirklich überragend in den meisten Fällen. Ocon. Fährt der Kampflinie? Ja, fährt er. Jetzt fährt er hier sehr lang. Ich versuche mich auf außen zu setzen, klappt nicht ganz. Hier vielleicht. Oh je, Ocon hat da Probleme gehabt, deswegen bin ich in ihn gefahren. Na gut. Ja, wir haben einfach die besseren Reifen noch. 22% vorne links ist nicht schlimm. So, jetzt schön hier früher aufs Gas. Er hat keine Chance mehr. Ja, zweimal angetäuscht und dann können wir ihn jetzt hier easy überholen, können auch viel Energie sparen, um gleich selber wegzufahren. Gegen die Kurve noch sehr schön. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Oh, und Ocon hat sich, glaube ich, verbremst. Also der ist schon weg. Ja, der hat sich verbremst gehabt. Das heißt, der ist schon die Sekunde weit weg. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,7 Sekunden. Und damit haben wir sogar keine DRS-Gefahr von Ocon. Herrlich. Herrlich.
Ey, und die vor uns, guckt euch das mal an, wie die sich auch aufhalten. Ey, wie geil wäre das, wenn wir da irgendwie rankommen könnten. 1, irgendwas Sekunden. Boah, vielleicht schaffen wir es, das DRS-Fenster. Das wäre es jetzt natürlich, wenn wir da irgendwie in dieses DRS-Fenster kommen, weil die sich da auch noch aufhalten. Jetzt haben wir natürlich auch nochmal hier Bestzeit, weil wir viel Energie sparen konnten im DRS-Fenster hinter Ocon. Und wir kommen ran. Und wieder ein Verbremser. Wieder ein Verbremser bei den Vorderleuten. Ja, wir kommen hier gut durch und wir sind... Ja, wir sind im DRS-Fenster. Wir haben es ins DRS-Fenster geschafft, weil die sich alle schon wieder aufhalten. Wahnsinn. Boah, Wahnsinn, Leute. Was ist das für ein Grand Prix hier in Silverstone? Und jetzt können wir gucken, wo unsere Chancen sind. Jetzt können wir gucken, wo unsere Chancen sind. Wir müssen warten, bis sie Fehler machen. Oh, und da kommt schon der erste Fehler. Da ist schon der erste Fehler. Der verlangsamt hier schon alle. Und Alonso ist fällig. Alonso ist fällig. Stark. Stark. Geil. Okay, du holst den Wagen vor dir ein. Es läuft. Dran, dass wir das Rennen P7. Zu Ende fahren müssen. P7 aktuell. Komm, bitte verbremst euch nochmal. Versuchen natürlich unsere Energie zu sparen und Alonso müsste schon ein bisschen jetzt abreißen lassen. Was ist hier möglich, ist die Frage. Mein 1 und 2 gehört relativ sicher den, also den Max Verstappen und den Ferrari dort, also Leclerc. Aber was ist für uns hier möglich gegen Hamilton und Co? Die sind eigentlich schneller, auch mit den anderen Reifen. Aber wenn sie sich aufhalten, dann ist das gut für uns. Deswegen hoffe ich, dass sie weitermachen. Hier in den Essens mit den besten Reifen, das ist einfach schön zu fahren. Ganz leicht quer gestanden, aber alles cool. Holla. Und sie fighten wieder. Ui, 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 ui. Ich kann hier eine bessere Linie fahren. Ich versuche es aggressiv gegen Hamilton. Ja, er fährt Kampflinie. Er hat sich von mir schicken lassen. Er hat sich von mir schicken lassen. Hamilton war da irritiert. Er dachte, ich ziehe darüber. Ich habe ihn schön weggeschickt. Sehr nice. Und jetzt haben wir noch 2 Runden. Jetzt haben wir noch 2 Runden. Einfach mal einen 7-maligen Weltmeister hier ausgetrickst. Oh Mann, wenn wir vor Hamilton bleiben, dann ist das der Move des Rennens von mir. Einfach einmal ansetzen, dort rüber zu ziehen. Er zieht rüber, zack, gehen wir an ihm vorbei. Geil. So, jetzt hier Piastri unter anderem. Ist halt das Problem, wenn du im Zweikampf nicht nach hinten guckst, wenn hinter dir jemand ist. Oder dich irritieren lässt. Ja, Reifen vorne links. Langsam könnte es kritisch werden. Aber noch geht's. Für die 1,5 Runden geht das alles noch. Boah, kommen wir ein bisschen weit raus. Jo, aufpassen. Hamilton könnte jetzt wieder rankommen. Ja. Hamilton ist natürlich jetzt dran. Wir werden versuchen zu verteidigen. Und mit RS und DRS geht das auch. Hier wieder früh aufs Gas, früher als die Konkurrenz. Piastri, lässt der sich auch schicken? Nein. Das klappt leider nicht immer. Quersteher. Noch ein Quersteher! Okay, ja. Letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Hamilton, 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 Hamilton. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Ja, okay. Jetzt wird es langsam problematisch mit dem Reifen. Und weil wir natürlich auch am Limit sind, ist immer die Kombination. Das Gute ist, wir haben mehr als genug Energie zum Verteidigen gegen Lewis. Und wir brauchen natürlich das DRS. Hier wieder früh aufs Gas, aber jetzt kritisch. Ja.
Ja, weil wir über 40% sind. Ab dann ist so ein bisschen die Schwelle, dass es rutschiger wird. Jetzt push dich ran an Piastri. Vielleicht können wir irgendwo selber nochmal attackieren. Jetzt mit ein bisschen Risiko hier noch rein. Schön nochmal Zeit gewonnen, ja. Nochmal alles rausgeholt, was geht. Und ja, zu weit. Zu weit. Aber alles okay. Keine Strafe oder so bekommt, Gott sei Dank. Und vorne ist auch nochmal ein Kampf. Norris hat nämlich seine Position verloren. Russell ist jetzt nämlich auf 3. Wir versuchen es, weil sie sich hier aufhalten. Gegen Piastri. Piastri ist hinter mir. Aber wir holen jetzt auch noch die Position. Wir haben uns auch noch die Position geholt. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Puh, P5. 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 Und ja, Leute, wir holen uns dann tatsächlich P5 mit der schnellsten Runde. Verstappen auf 1, dann Leclerc, Russell, Norris. Wir auf 5, Piastri, Hamilton, Alonso, Ocon, Stroll. Boah, was ein Rennen. Was ein geiles Rennen, Albon 14. Und es ist nicht so, dass wir überschnell sind. Es ist halt einfach so. Ich meine, wir hatten ja im ersten Stint. Ich glaube, es war mit Ocon und hinter uns Gasly, mit beiden Alpinen. Runde um Runde um Runde ging einfach gar nichts. Drei Sekunden nach hinten, 3 Sekunden nach vorne. Aber leider ist es, und auch das muss Codemasters irgendwann mal patchen, weil wie gesagt, das Ergebnis ist geil, das ist super geil. Aber wenn die KI kämpft, die verlieren Unmengen an Zeit. Die verlieren locker 5, 6, 7, 8 Zehntel jede Runde. Und das ist unrealistisch. Gucken wir uns Spielberg an. Da haben die auch in der Realität gefightet, trotzdem war da nicht das ganze Feld hinten dran. Das müsst ihr auch irgendwann mal hinkriegen. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal schaffen in diesem Teil. Das war aber auch nicht so extrem in den letzten Teilen, oder liege ich da falsch? Also ich meine, in den letzten Teilen war das nicht ganz so krass wie in diesem Teil. Das ist wirklich sehr extrem und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist das der erste Ticken zu overpowered in diesem Game, weswegen sich das nicht so zieht und die einfach sich aufhalten. Aber irgendwas muss daran endlich mal gepatcht werden an der Balance. Und auch das sind Sachen, du musst nur 10 Rennen spielen und du bemerkst es. Du musst nur ein Rennen eigentlich spielen. Bei einem Rennen kannst du sagen, okay, war jetzt ein Rennen, aber nach drei Rennen merkst du schon, da haben wir Probleme. Aber gut. Ja, Verstappen übrigens schon fast bei 300 Punkten, das ist komplett crazy. Wir haben 59 Punkte, was auch verrückt ist. Sollte Sainz sich irgendwann mal wieder einkriegen, wird er uns eigentlich locker überrollen müssen, wenn man sieht, wo Leclerc ist, aber gut. Für Williams ist es natürlich geil, weil man klar vor Alpine ist und die 6. Position behaupten kann. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Ja, unsere Wertung ist inzwischen auch schon bei 80. Wir sind im Team auch mehr anerkannt als Albon, das ist schön. Wobei sich das ja vor dieser Saison wieder zurückgesetzt hatte, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber gut, so war das halt eben. Wir haben jetzt auch schon über die Hälfte der Rennen, beziehungsweise genau die Hälfte der Rennen absolviert. Also 12 Rennen schon wieder in dieser Saison, Wahnsinn, wie schnell das dann doch geht. Okay, und das nächste Rennen ist in Ungarn, nice. Aha. Naja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Rennen in Ungarn auf einem Ungaroring. Das wird auf jeden Fall nice. Alvelos meldet sich fürs erste ab. Okay, alle. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bye, bye.